und wir werden gleich uns satt fressen. Yay, yay, yay. Nee, das sieht so lecker aus. Das ist übrigens einer. Ja. Guck mal, wie fett deiner ist. Ja, oder? Das ist schon klar. Meiner. Zeig mal, das ist deiner. Los geht's. Willkommen zu einem neuen Video. Wir fahren jetzt gleich zum Berlin-Döner und werden den mal ausprobieren und sagen euch dann, ob er schmeckt oder nicht. Wir wollen jetzt nicht viel reden. Wir starten gleich und komm, komm mit. Ja, auf jeden Fall fahren wir zum Berlin-Döner, probieren den Döner aus. Den soll es nur hier in Mannheim geben und in Berlin. Und ob er so wirklich gut schmeckt, kann ich jetzt nicht sagen. Wir testen ihn jetzt mal und dann sagen wir euch, ob er schmeckt. Natürlich esse ich ihn, Ümit, unserem Bruder. Und ja, vergisst nicht, den Kanal zu abonnieren, aktiviert die Glocke und lasst ein Like da. Bis gleich. So, guck mal hier. Naja, 4 Minuten Pizza. Alle. Mach mal da. In 4 Minuten wird die Pizza fertiggestellt hier. Schmeißt die Euro rein und dann kann man irgendwie selber wählen, oder? Ich glaube schon, ja, so sieht's aus. Da kommen voll die. Da kommen voll die. Du kannst sogar mit Karte, glaube ich, zahlen, ne? Ja, da kommen die Jungs, die voll besoffen sind und gleich wollen die was essen. In 4 Minuten kommt ja ein. Alter, gut gedacht, oder? Everybody on the top got the same sound. Everything I'm about to drop, make a name now. Yeah, y'all don't really know, y'all don't really know. Y'all don't really know, y'all don't really know. Yeah, I ain't never gonna be the same now. I'ma tear up this whole fucking game now. Yeah, y'all don't really know, y'all don't really know. Y'all don't really know, y'all don't really know. I got so many bars, call it kamikaze. Ain't nobody ever gonna ever stop me. And I know that I could be a little cocky. That's the hard work, no, it's not free. Klein. Ich werde auch kleiner sind wir. Okay. Kannst du aufnehmen, ja? Kannst du aufnehmen? Ja, okay. Ja. Und bei mir alles bitte? Mit Schaf auch. Cool, oder? Du auch mit? Ja. Ich werde zahlen. Hä? Ich werde zahlen. Cool, oder? Ich werde zahlen, hab ich gesagt. Alles. Das ist übrigens seiner. Ja. Guck mal, wie fett deiner ist. Ja, ja, das ist schon klar. Meiner. Zeig mal, das ist deiner. Wir werden euch gleich sagen, ob er schmeckt oder nicht. Okay. Der hätte man gleich gegessen. Ja. Okay, klar. Er schmeckt nicht schlecht. Ohne Witz. Wie schmeckt er dir? Ja. Auf jeden Fall, wenn man hungert. Und wenn sein Geschmack da drin ist. Ich glaube, ich hol mir noch einen. Yeah. Der schmeckt echt gut, Mann. Richtig gut. Mhm. Gut. Absolut sehr gut. Der ist echt zu empfehlen. Kommt auf jeden Fall hier vorbei. Der schmeckt richtig gut, Mann. Jetzt ein schönes Getränk noch. Gassos. Und dann ist der Abend gerettet. Das Beste von dem besten Getränk. Seit 1930 existiert Uludag Gassos in der Türkei aus dem Wasser des Uludag Berges. Klar. Spritzig, einzigartig. Ganz wichtig, Werbung für Uludo machen. Türkische Firma, weißt du? Ja. Moment, die Werbung machen. Ja. Wie schmeckt's? Sehr lecker. Ihr müsst den Döner probiert haben, um zu sagen, dass er euch schmeckt. Weil der ist wie geschäftig. Was machst du jetzt? Werbung oder was? Auch? Ich glaube schon. Das ist mein Lieblingsgetränk. Als wir klein waren, wir haben ja den türkischen Gassos Bade getrunken. Was? Badesee? Bade. Der heißt ja wirklich Bade. Okay. Mit einem Palme nebendran. Mhm. Ja, als wir klein waren, das hat so sehr Spaß gemacht, das zu trinken. Ne? Ja. Cheers, Bros. Ey. Heftig. Der schmeckt richtig gut, Mann. Ohne Spaß jetzt. Ohne zu übertreiben. Leute, wir haben hier einen Spezialist.
Der erklärt euch mal, wie dieses Gerät hier funktioniert, dieser Automat. So, Leute. Meine Meinung nach ist... Erzähl einfach, wie du erzählt hast. Da ist so eine Kühlbox. Ich werde es auch gar nicht wegschneiden. Ich werde nichts wegschneiden. Ich werde es gar nicht bearbeiten. Okay, dann. Jetzt gleich muss ich reden. Ja. Also da ist ja unten so eine Kühlbox mit 100, 200 Pizzen. Und da ist ja halt so ein Roboter mit Saugnapf, der holt hoch. Und dann macht ihn in den Backofen rein. Und dann backt es innerhalb in 4 Minuten, sage ich mal, in 250 Grad. Oder 300 Grad, glaube ich nicht bei 300 Grad. Aber dass es so kurz und knapp wird und dass es frisch ist. Deswegen kommt es halt bei dem ganz heißen Backofen raus. Aber ist sehr clever gedacht hier. Wie hat dir der Döner geschmeckt? Es war gut. War gut? Ja, es war gut. Fleisch ist okay, aber Soße ist... Super, gut. Oder ja, top? So, top. Ja, die haben ja mit alles, so ja, alles Soße ist gut. Ja, eine sehr gute viel, Mischung da. Ihr habt drei Soßen. Mhm. Ja, da drei Soßen. Ich glaube einmal Mayonnaise ist, glaube ich, da. Cocktailsoße. Genau. Und wie heißt es noch? Könnt ihr öfters hier? Bei mir ist das dritte Mal. Also kann man es weiterempfehlen, ja? Für andere Leute. Ich komme zweimal im Monat, ein bisschen weit von meiner Wohnung in die Stadt. Okay. In meine Stadt, viele auch, du noch 10 Stück. Okay. Jetzt in der Innenstadt, jede halbe Meter einen Döner. Der hat auch einen Dönerladen, Leute. Ihr könnt mal auch bei ihm vorbeigehen. Wie heißt der Dönerladen? Rheingold-Döner. Rheingold-Döner. Das ist auch hier in Mannheim, in Neckarau. Leute, auf jeden Fall geht mal auch beim Ahmed vorbei. Wir werden auch demnächst vorbeigehen und werden den Döner testen. Ja, wir werden jetzt schmecken, kosten und halt bewerten. Hähnchen, ja? Perfekt, Mann. Ja. Komm, weil du Thema aufgemacht hast. Ja, sorry. Ich war in Stuttgart vor ein paar Monaten. Wir machen jetzt neue Werbung auch gerade für Stuttgart. Kein Problem, kann man machen. Ne? Okay. Der Alatürke, warst du bei ihm? Alatürke? Nee. Alatürke ist... jetzt ist so... gemacht, alles beste Döner in Deutschland. Echt? Ja. Wo ist es, in Stuttgart? In Stuttgart, in der Nähe von, also Hauptstadt, Zentrum. Okay. Ja, ist gut. Ihr seid Hähnchen lieber. Mal gucken. Hey, ich sag ja nicht, dass ich gegen bin. Ich kann es natürlich kosten, aber halt, was, wenn man immer Döner sagt, denkt man nur halt an Hähnchen. Meistens, ja. Rennt besser. Ist günstiger. Weniger Fisch. Ja, auch. Kunde kann das leisten, Verkäufer kann das auch leisten. Ja, vielleicht. Also, nee, wenn Kunde das leisten kann, natürlich kann der Verkäufer das auch genau, leisten. Genau, also Kunde kann leisten, deswegen sind die mehr Anbieter von Hähnchen. Von 1 bis 10 der Döner, wie er geschmeckt hat. Realistisch aber. 1 bis 10. Also 10 ist gut. 10 ist perfekt. Genau. Und 1 ist auch sehr schlecht. 10 ist perfekt, 1 ist ganz schlecht. Also ich würde 8 geben. 8. Ja. Eine 8. Also soll ich ja sagen, was ich hier geben würde heute? Ja. Eine 10, glatte 10. Glatte 10? Ja, weil ich habe voll Hunger gehabt und hat mir auch richtig gut geschmeckt. Super, sehr schön. Weil ich bin ja auch so ein Döner-Spezialist. Und daher weiß ich ja. Aber ich schmecke wirklich sehr, sehr gut. Also, 1 bis 10, wie hat er geschmeckt? 10 ist perfekt. 9. 9, okay. Perfekt, Mann. Ja. Ich weiß nicht, das ist ganz neu. Ich noch nicht.